Hallo, ich bin schon wieder unterwegs. Heute bin ich bei diesem schönen Wetter wieder am Riedboden hier und möchte eine schöne große Runde drehen. Und wieder durchs Karwendel, erstmal bis Scharnitz auf der gleichen Strecke wie das letzte Mal. Aber dann werde ich abbiegen, hoch zum Karwendelhaus. Das ist so ein kleines Muss, glaube ich, wenn man hier ist. Das muss man mal gemacht haben. Und man kann es auch gleich verbinden mit einer Runde. Man kann nämlich auf der anderen Seite wieder runterfahren ins Risstal, ganz runter zur Isar und dann an der Isar entlang wieder zurück nach Mittenwald. Ich glaube, das wird ganz toll werden. Ist aber auch eine ganz lange Strecke, so 80 Kilometer, also ein ganz schönes Ding. Also dann wünsche ich viel Spaß dabei bei dieser tollen Runde. Ja, so langsam werde ich ja zum V-Locker, wenn das so weitergeht. Zumindest im Urlaub. Ja, deswegen bin ich aber auch hier, jeden Tag mal unterwegs zu sein. So soll das sein. Jetzt bin ich in Scharnitz auf österreichischer Seite angekommen. So, jetzt werde ich auch gleich abbiegen Richtung Karwendeltal, Karwendelhaus. So, nun geht das erstmal eine ganz schöne Steilstufe nach oben, aber dann wird es auch wieder flacher. Der erste Aufschwung hier hoch ist geschafft. 120 Höhenmeter so circa mit 8 bis 10%. Das ist ja noch leicht, aber der Weg ist noch lang. Und das dicke Ende kommt ja erst ganz zum Schluss. Das weiß ich soweit schon. Oh, sehr schön, sehr beeindruckend hier. Ja, man kommt wieder kaum voran. Oh, aber ich habe noch 67 Kilometer vor mir. Also, aber das ist wieder ganz toll hier. Oh, da möchte man dauernd wieder stehen bleiben und gucken. Aber ein bisschen genießen tut man das ja auch, weil die Sonne, die geht erst um 20.50 Uhr heute hier unter. Also ist noch gut Zeit, es ist erst 11:30.
Ah, siehst du, da oben ist es ja zu sehen, das Karwendelhaus. Betonung liegt ja auf oben. Das letzte Stück, das wird nachher ganz schön heftig werden, das weiß ich. Das wird's. So ein Ding steht hier mitten im Weg. Aber das ganze Holz hier ist wohl bei einer Lawine entstanden. Alles zerstört, so ein Schutzwald. Ja, immer noch so eine flache Strecke hier. Aber bald muss es ja mal ordentlich hochgehen. Aber ich werde gleich nochmal eine Pause machen. Nochmal stärken für die Steigung. So gestärkt geht es jetzt in den finalen Anstieg. Circa 450 Höhenmeter, aber auf welcher Strecke verteilt, weiß ich nicht, aber ich weiß nur, dass es noch sehr steil wird. Oh, keine 100 Höhenmeter mehr. Aber man sieht, es sind einige Fahrradfahrer unterwegs, aber hier sind nicht alle mit Strom, mit Akkubetrieb. Geschafft. So schlimm war das gar nicht. Irgendwie hatte ich gehört, dass es hier so steil hochgeht. Das waren aber immer nur höchstens 11%, hat das mal kurz angezeigt. Also gar nicht so toll. Aber toll, echt, dass ich das jetzt wieder geschafft habe. Das alles ist mal wieder hochgestiefelt. Puh, Wahnsinn. Echt Wahnsinn. Da muss ich es wieder sagen. Musik.
Ja, jetzt geht es wieder weiter Richtung Kleiner Ahornboden. Ja, man muss noch ein bisschen aufpassen. Man ist ein bisschen durchgeschwitzt und da geht halt auch ein kalter Wind hier. Aber jetzt geht's gleich runter. Ging noch ein kleines Stück bergauf hier zu diesem Sattel, den Hochalmsattel auf 1800 Meter Höhe, ist aber definitiv jetzt der höchste Punkt, aber noch lange nicht die Hälfte. Ja, 54 Kilometer sind es noch wieder zurück bis nach Mittenwald. In die andere Richtung wäre es natürlich kürzer, aber ich mache wieder eine schöne Runde. Jetzt geht es erstmal runter zum kleinen Ahornboden. Ja, wieder klasse. Tolle Aussichten hier. Der Weg ist auch ganz in Ordnung, etwas grobschottrig, aber kann man fahren. Nur unten angekommen am kleinen Ahornboden. Ja, die Strecke war schon ganz schön heftig. Besonders für mich als Fahranfänger sozusagen. Ja, sehr grobschottrig. Musste echt aufpassen. Nicht zu schnell werden. Ein-, zweimal wird man dann doch zu schnell. Und dann reißt es ein bisschen das Lenkrad rum, wenn das lose Schotter ist. Aber machbar ist es. Aber bergauf ist bestimmt noch viel heftiger, dieses Gehoppel. Boah, das fahren auch einige. Gut, jetzt geht's weiter auf den Almweg. Weiter runter ins Risstal. Ja, hier ist es auch echt schön. Das ist der kleine Ahornboden, ist ja das kleine Pendant zu den großen Ahornboden, wo ich auch letztes Jahr mal war im Herbst. Also die Abfahrt hier, die zieht sich ganz schön hin. Immer wieder solche kleinen Steigungen dazwischen. So langsam nervt das ein bisschen. Oh, endlich unten angekommen an der Straße. Boah, das war eine Tortur. Immer mal wieder bergauf, damit rechnet man gar nicht. Ja, aber ich muss jetzt hier erstmal eine Pause machen, erstmal wieder was essen. Das sind ja 1,5 Stunden gewesen, von ganz oben, von der Hütte. Und ich habe noch 39 Kilometer, ist noch ein ganzes Stück. Also erstmal eine Pause und dann geht's weiter.
Das könnte ein verdammt langes Video werden. Ist ja jetzt gerade mal über die Hälfte. Aber schön, dass ihr noch dabei seid. Aber es geht auch noch schön weiter jetzt. Das war ja auch mal eine lange Abfahrt bis hierhin, bis nach Vorderiss. Ich bin aber letztes Jahr schon mal hier gewesen. Da bin ich von Tegernsee aus hier hochgefahren, das Risstal hoch, bis zum großen Ahornboden. Ja, das war echt toll da. Eigentlich habe ich auch die ganze Strecke abgefilmt. Aber dann, als ich das eine Lied hatte, dachte ich, ja, dann mache ich da bloß das Kurzvideo, das schöne letzte Ende. Das zeige ich dir nur. Das war ja echt schön. Das werde ich ja mal verlinken, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Ja, jetzt geht's weiter. Einmal jetzt über die Isar und dann auf der Mautstrecke ein Stück und dann wieder andere Seite und dann durch den Wald Richtung Grün und Mittenwald. Ja, es sind auch noch 26 Kilometer. 16 Uhr. Also alles noch gut. Man hat ja Zeit. Also weiter geht's. Auf der anderen Seite angekommen. Oh, ich glaube, so ein paar Steigungen werden jetzt auch immer kommen. Das wird nicht flach bleiben. Ich muss ja auch noch ein paar Höhenmeter auch wieder gewinnen. Bis nach Mittenwald. Endlich wieder im Freien. Das war gerade eben so ein Auf und Ab, immer durch den Wald, nichts zu sehen. War etwas langweilig. Aber jetzt sind wir wieder in den Isarauen. Wieder ein bisschen mehr zu sehen. So ein Bachbett muss man öfters mal überqueren. Also sollte man doch ein bisschen aufpassen wegen Gewitter. Nicht, dass man plötzlich eingeschlossen ist vom Wasser.
So, grün ist erreicht. Jetzt geht es wieder näher an der Isar entlang. Und es sind noch 9,5 bis Mittenwald. Da bin ich wieder im Mittenwald. Ja, tolle Runde, ganz toll. Echt ein echtes Muss. Oh, aber nicht zu unterschätzen. Es ging ja nicht nur bei der Hütte hoch, sondern mal hier sogar an der Isar. Überall immer hoch und runter. Da kommt ja doch einiges zusammen an Höhenmeter. Aber trotzdem, bestes Wetter dafür. Nicht zu heiß. Echt, das war echt klasse. Sind natürlich über 80 Kilometer geworden mit dem Film. So, kommt immer ein bisschen mehr zusammen als geplant. Aber echt toll. Ja, ist bestimmt ein ziemlich langes Video geworden. Wird bestimmt nicht so knausern mit den Bildern. Also ich hoffe, es hat trotzdem gefallen. Und danke fürs Anschauen. Bis zum nächsten Mal. Moin Moin. Oder wie man hier sagt, Servus.